Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, hier liegt was Feines vor uns. Es gab ein kleines Gewinnspiel zum Zweijährigen und da konnte einer oder eine von euch dieses tolle Pre-Release-Kit von Flammende Finsternis gewinnen. Richtig cooles Ding. Damals habe ich ja auch mal eins aufgemacht, also auf diesem Kanal, und direkt das Glurak V-Max gezogen. Eigentlich, ihr wisst, habe ich es nicht so mit Glurak, habe ich immer ein bisschen Pech, aber da hatte ich Glück. Und ja, dieses, da gab es ein kleines Gewinnspiel, habe ich an euch jetzt verlost, beziehungsweise wir gucken gleich, wer gewonnen hat. Ja, also da haben einige mitgemacht. Ich glaube, das waren so zwischen 50 und 60. Heute ist ja schon Donnerstag. Gewinnspiel hat geendet am Montag, also 23.59 Uhr, zwischen Montag und dem Dienstag in dem Sinne. Und ja, herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und ich mache es so ganz oldschool. Ne? Habe ich mir die Mühe gemacht, noch am Dienstag. Und irgendwie hatte ich diese Woche keine Zeit, jetzt dieses Video abzudrehen. Deswegen jetzt Donnerstagnachmittag. Ich denke, ich hau das am Freitagmorgen raus. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, aber ihr kennt das, wenn man nicht gerade zur Schule geht oder ihr habt viele von euch haben Ferien, schöne Ferien, oder zur Uni oder so, gerade wenn man arbeitet oder vielleicht in der Prüfungsphase ist, wenn man studiert, dann hat man einfach oftmals wenig Zeit oder was Familiäres kommt dazwischen. So war es bei mir auch. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das haben wir also heute raus. Und damit wir noch ein bisschen was auspacken, habe ich hier noch zwei schöne Boxen von Glänzendes Schicksal, zwei Pikachu V-Collection. Die machen wir auf. Eine machen wir direkt auf, dann losen wir aus. Und die zweite machen wir danach auf. Mal gucken. Das ist übrigens die Top-Trainer-Box aus meinem zweijährigen Geburtstagsvideo, die hat ja richtig gut gegönnt und ich hoffe, dass diese beiden Collection auch richtig, richtig gut gönnen. Ich lege das mal hier oben drauf, ist natürlich sealed. Ja, ganz ehrlich, ich würde das Ding an eurer Stelle auch sealed lassen, weil ich sag mal, die Promos, die man da jetzt ziehen kann, sind jetzt nicht so der Bringer, also jetzt vom Wert her. Ich denke, so Sealed-Produkte sind auch ganz cool. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Eigentlich hätte ich ja noch vor, jetzt in der letzten Woche so eine kleine Geburtstagswoche rauszumachen, was Videos angeht. Tolle Promo, ne? Aber ich hatte einfach echt überhaupt gar keine Zeit. Deswegen gab es jetzt leider nur dieses eine Video. Und wir haben in der letzten Woche, von hinten sieht es auch gut aus, auch noch die 100.000 Aufrufe voll gemacht. Da muss ich mir auch mal überlegen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass ich da auch nochmal ein Gewinnspiel zu den 100.000 Aufrufen mache. Ja, hatte ich eigentlich auch vor, nur zeitlich, ne? Ihr kennt das. Ich mache das ja hier nicht beruflich oder so. Es ist ein reines Hobby. Nicht mehr und nicht weniger. Und ja, da ist die Zeit dann oftmals knapp. Dreimal Glurak. Also wenn wir hier keinen Glurak ziehen, Freunde, dann werde ich so nie ziehen. Ehrlich gesagt habe ich damit auch schon abgeschlossen. So, Glänzendes Schicksal, tolles Set. Ich habe jetzt schon so viel geöffnet. Ich habe echt überlegt, ob ich das Set nicht auch jetzt ganz sammle. Am Anfang habe ich ja gesagt, so, nee, und gerade wenn Glurak dabei ist, ich habe eh nie Glück, viel Spaß mit dem Code, macht was aus. Ja, aber jetzt habe ich schon so viel geöffnet, ich habe schon so viele Karten, habe ich mir jetzt gedacht, was ist das? Eigentlich kannst du das Set jetzt auch voll machen. Leider ist die Qualität natürlich übel, man sieht es hier wieder, Centering, und dabei haben die bei dem Set so viel richtig gemacht. Ich finde, zurzeit machen die allgemein viele richtig. Ich freue mich schon auf das Geburtstagsset, bin ich jetzt schon total gehypt. Hier ziehen wir unsere erste Shiny und die sieht sogar relativ gut aus. Und dahinter Jan Mega, alles andere als Mega. Aber wir haben eine Shiny und ich glaube, die habe ich sogar noch gar nicht. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Also gefühlt gibt es ja hier 1000 Shinies, ne? Bis du hier mal eine doppelt ziehst, ist schon brutal. Ich habe wieder bei einigen gesehen, haben Glurak gezogen. Ich bin ja auch bei Insta unterwegs. Und ja, der Papa, der geht wieder leer aus. Ne? Das ist echt so ein Trauerspiel. Wobei, der Shiny Glurak ist jetzt relativ günstig. Man kriegt sogar schon für unter 200 Euro. Brutal, Freunde, brutal. Dabei gehe ich davon aus, dass die Karte auch im Wert steigen wird. Ne? Das ist ein Glurak. Und aus meiner Sicht eines der geilsten Gluraks überhaupt. Und Freunde, ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Lapras-Fan. Lapras Ditto, deswegen liebe ich dieses Set auch. Und Lapras V-Max. Habe ich das V-Max oder habe ich nur die V? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ich glaube, ich habe die schon. Macht aber nichts, weil dafür mache ich mir dann sowieso ein gesondertes Album. Für gewisse Pokémon mache ich mir
nochmal so ein Album, wo dann die Karten reinkommen. Also in der Regel sammle ich ja ganze Sets, aber ja, von gewissen Sets, ja, die sind halt so groß oder auch schon so teuer, dass ich dann nur meine Lieblings-Pokémon sammle. Und Lapras gehört definitiv dazu. Ist halt oldschool, ne? Wisst ihr, darauf stehe ich halt. Ja, die Collection, die hat richtig, richtig gut gegönnt. Und das Schöne ist, man kriegt ja diese Produkte jetzt auch zu adäquaten Preisen. Ne? Also alle, die da am Anfang irgendwie für so ein Ding hier 40 Euro bezahlt haben, ja Leute, nicht machen. Nicht machen so einen Quatsch. Auch bitte beim Geburtstagsset nicht. Und ich sehe dahinter schon was. Und es ist ein X-Batte V-Max. X-Batte, ja, auch eine tolle Karte, ein tolles Pokémon. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die habe ich natürlich, aber nur eine schöne Karte, die nimmt man immer gerne mit. Und vier Booster, drei Pulls, ein Megapull. Lapras ist für mich Megapull, ganz klar. Mega, Freunde. Mega, mega, mega. Also auch für moi springt hier was raus. Es ist toll. Darauf gibt es nochmal einen Code für alle, ne, die hier dieses Spiel auch online spielen. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch noch unzählige Codes aus den verschiedensten Sets oder Collection. Und habe ich mir überlegt, ob ich die irgendwie verkaufe oder gegen irgendwas tausche oder. Weil ich nutz die halt nicht, da ich das nicht spiele. Ne? Vieles haue ich halt hier raus oder bei Insta. Und Freunde, da ist die nächste Riffex Shiny. Ja, läuft. Ah, die Shinies, die sehen schon gut aus. Ne? Und dahinter Zarude. Freunde, ich sag mal, diese Collection, die hat ja mal richtig gegönnt. Schön. Da freue ich mich. Da freue ich mich. So. Und jetzt, Freunde, jetzt wird der oder die Gewinnerin ausgelöst. Ausgelöst. Ausgelost. Ihr seht, top in Schuss das Ding. Ich habe zum Glück davon noch ein paar. Und ja, schauen wir doch mal, wer dieses Schmuckstück von euch bekommt. Nochmal schön hier durchmischen, glänzende Schicksal und Schubidubi. So, Freunde. Ja. Mischstand. So, machen wir mal zu. Das Ding lasse ich auch noch so lange stehen, falls die Person sich von euch nicht melden sollte. Binnen 7 Tagen losen wir nochmal neu aus. Also die Person, bitte kontaktiert mich, entweder hier auf YouTube. Oder schreibt mich am besten auf Insta an, lasst mir eure Adresse zukommen, also Anschrift, Name, Adresse. Und dann schicke ich euch das mit einem netten Paket, natürlich auch versichert. Und ich bin gespannt, wer von euch wird's? Männlein, Weiblein oder auch dazwischen gibt es jetzt ja auch hier, non-binär. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Es ist, mal gucken. Und es ist Pukerock, der gute Pukerock ist es. Ja, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Du hast dieses tolle Pre-Release-Kit gewonnen. Schreib mich einfach an und ja, dann machen wir das klar. Ich denke mal, das Paket schicke ich dann Anfang nächste Woche raus. Herzlichen Glückwunsch an dich. Freut mich. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Alle anderen seid nicht traurig. Wie gesagt, wir haben die 100.000 voll gemacht. Also 100.000 Aufrufe, leider nicht Abonnentinnen und Abonnenten. Dazu könnte man noch mal ein Gewinnspiel machen? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Und freut mich, dass nicht schon mal, dass jetzt nicht jemand gewonnen hat, der schon mal gewonnen hat. Das kann ja auch passieren. Ich habe ja hier eine ganz, ganz fleißige Community, also ein paar, die wirklich sehr, sehr aktiv sind. Ne? Liebe Grüße ganz besonders an euch. Ja, ich finde es schön, wenn das möglichst breit gestreut wird, aber das ist natürlich immer Glück. Ne? Und ihr wisst so, ich habe es eigentlich nicht so mit dem Glück, aber andere, die bepissen sich mit Glück, ne? Das ist unglaublich. Ich erinnere nur an den guten Kimperator. Liebe Grüße, falls du das sehen solltest. Der Typ ist einfach krank, was Glurak angeht. Ne? Der zieht gefühlt andauernd shiny Gluraks. Das ist der sollte das hauptberuflich machen. Habe schon immer überlegt, ob ich dem nicht so ein Case mal schicke. Und dann kann der das für mich aufmachen. Dann habe ich auch hier shiny Glurak V-Max 10-mal. Das ist brutal. Schade, dass er zurzeit keine Unboxing-Videos hier macht. Richtig guter Junge. Hat auch, glaube ich, gar nicht mitgemacht beim Gewinnspiel. So, was haben wir hier? Einmal Glurak. Guck mal, haben wir insgesamt 4 Glurak-Booster gehabt. Schubidubi. Machen wir das hier als letztes auf. Das Ende krönt das Werk, Freunde.
Schön, eine tolle Ausbeute. Ich hoffe, dem guten Puckerock gefällt das auch. Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Und ja, schön. Freut mich, dass wir so schöne Karten jetzt schon gezogen haben. Sag mal, jetzt müsste ja die Collection jetzt eher schlecht sein. So viel Glück kann ich ja gar nicht haben. Und es ist Evoli, so ein tolles Artwork. Die in Holo, Freunde, brutal. Einer meiner Lieblingsscheine ist Galas Mokmok. Ist das ein geiles Artwork oder ist das ein geiles Artwork? Und dahinter Manaphy. Ah, ich hätte ja gern Suicune mal gezogen, aber irgendwie. Es will nicht, es will nicht. Full Art Trainer. Das wäre auch mal was. Im Geburtstagsspecial hatten wir, glaube ich, den guten Balduin gezogen. Ich hätte natürlich gerne das Geraldine, ne? Ah ja, also Full Art Trainerin, also das ist ganz toll, ne? Schade, dass hier keine Misty drin ist, ihr wisst ja, ich habe eine hohe Affinität zu Misty. Kindheitsliebe. Das ist doch ein Witz, oder? Freunde, habe ich nicht gerade gesagt, die habe ich noch nicht. Und guck mal, was da liegt zur Erinnerung. Double Trouble, Freunde. Und wieder mal Naffi. Das ist doch unglaublich, ey. Erst siehst du das Viech und dann in einem Unboxing zweimal. So. Ich bin mal gespannt. Drückt mir die Daumen. Vielleicht ziehen wir jetzt noch mal was Stabiles. Ich glaube, Galas Mokmok hatte ich auch schon. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber die Karte, die ist Zucker. Ne? Mokmok, klar, oldschool. Fand ich immer cool. Team Rocket hier, Team Yell, was soll das sein? Kennt kein Mensch. Ne? Will auch keiner sehen. Also ich nicht. Für mich gibt es nur Team Rocket. Das einzig wahre Team. Auch so ein tolles Artwork, oder? Zucker. Guckt euch das an. Oh, ich sehe da hinten was schimmern. Spoiler. Sepa, 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 Shinux, Velvarak und, oh, ich sehe, es ist noch mehr Schimmern fallen. Und dahinter! Nein, nein! Das kann nicht wahr sein. Oh Gott, nein. Wenn du so ein Gesicht hast, ne? Scheiße. Sorry, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Last Pack Magic. Es ist eine tolle Karte. Also Full Art Trainer ziehe ich immer gerne. Auch ruhig doppelt oder so. Aber es hätte ruhig eine andere sein können. Balduin. Ja, Freunde, mit Frauen habe ich einfach kein Glück. Das ist wie bei mir im wahren Leben. Es hätte Geraldine sein können. Last Pack Magic, Freunde. Es ist verrückt. Es ist ganz verrückt. Morpeko. So, ich werde nachher noch eine Runde zum Sport gehen. Freue ich mich schon drauf. Und da haben wir das gute Toxel. Guckt auch so ein bisschen dämlich rein. Richtig cool, schönes, süßes Artwork. Und dahinter, Befehl vom Boss. Aber es ist nicht Giovanni, von daher. Es gibt nur einen Boss, Freunde. Drei Shinies, eine Full Art Trainerkarte. Ich denke, da kann man sich nicht beklagen. Jetzt haben wir insgesamt 5 Shinies. Shiny V-Max, eine normale V-Max. Und eine Full Art Trainerkarte. Das sind doch mal wirklich 8 schöne Pulls, muss man einfach sagen. Ein Top-Hitter drunter. Richtig, richtig cool. 2 schöne Promos. Und natürlich das Pre-Release-Kit für den guten Pokerock. Also bitte melde dich bei mir und alle anderen, seid nicht traurig. Schreibt mal, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch noch ein kleines Gewinnspiel zu den 100.000 Aufrufen haben möchte. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal 100.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Ich sag mal, wenn ich jetzt so 1 Million Jahre weitermache, wäre es vielleicht möglich. Also ihr Lieben, herzlichen Dank für den ganzen Support. Vor allem jetzt auch über die Jahre, kann man jetzt da schon sagen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Es ist dann ja, wenn ihr das Video seht, Freitag. Macht's gut, alles Liebe, alles Gute. Euer Pokeknecht90. Ciao.